Endlich! Julian und Bibi Klaassen begrüßen ihr zweites Kind. Das YouTube-Paar fiebert in den vergangenen Wochen auf die Geburt seines kleinen Mädchens hin. Mit zahlreichen kugelrunden Babybauchbildern. Im Netz verraten die Turteltauben auch, wie die kleine Schwester von Sohnemann Leo heißen soll. Die Influencer werden ihre jüngste Emily, kurz Emmy, taufen. Und nach 40 Schwangerschaftswochen können die Klaassens ihre Prinzessin nun auch endlich in die Arme schließen, wie Bibi mit einem zuckersüßen Insta-Post verrät. Am 20.03. um 9.59 Uhr ist Emily gesund zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und total überwältigt. Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben. Es gibt gerade keine Worte, die meine Gefühle beschreiben können. Mit meinen beiden Kindern in den Armen, zusammen mit Juli auf der Couch zu liegen, ist für mich das Größte. Emily, Leo, Julian, ich liebe euch. Auch Neupapa Julian ist ganz hin und weg vom Familienzuwachs. Er kommentiert glücklich: Niemals hätte ich mir das hier erträumt. Und auch andere Promi-Freunde sind begeistert vom neuesten Mini-Klaassen. Maren Wolf gratuliert: Ich bin so stolz auf euch. Shirin David freut sich: Herzlichen Glückwunsch und viel Gesundheit für euch alle. Und auch Ishtar Isik ist überwältigt. Oh, wie schön! Ich wünsche euch alles Gute. Bibi und Julians zuckersüßes Bild ist auch eine kleine Hommage an die Geburtsverkündung von Klein Leo. Denn auch damals zeigen Bibi und Julian nicht das Gesicht des Nachwuchses, sondern lediglich, wie sie die Hand des neuen Erdenbürgers halten. Auf Emmys Foto ist logischerweise eine Hand mehr mit dabei, die ihres großen Bruders. Jetzt will die kleine Familie erstmal die Anfangszeit mit ihrer kleinen Maus genießen. In einigen Tagen soll es dann einen ausführlichen Bericht geben. Doch was ist bisher zur Geburt bekannt? Schon vor einigen Wochen offenbaren die YouTube-Ikonen, wie Emmy das Licht der Welt erblicken wird. Beim Leo haben wir ja versucht, eine natürliche Geburt zu machen. Im Endeffekt wurde es ja ein fast Notkaiserschnitt und wir haben jetzt bei der Emily einen geplanten Kaiserschnitt. Ob Julian bei diesem besonderen Moment allerdings Bibis Hand im OP-Saal halten darf, ist noch unklar. Die Zweifacheltern zerbrechen sich aufgrund der aktuell schwierigen Gesundheitslage in der Welt vor Tagen schon den Kopf. Von vielen haben wir jetzt einfach gehört, dass der Mann bei der Geburt nicht dabei sein kann. Und das wäre ganz ehrlich für mich wirklich eine Horrorvorstellung. Das ist eine Situation, wo, glaube ich, die meisten nicht alleine sein wollen und generell auch die Vorstellung. Ich würde auch gerne dabei sein. Im Endeffekt ist es natürlich wichtig, Mutter ist gesund, Kind ist gesund. Ja. Auch wenn Ihnen die aktuelle Situation nach eigener Aussage Steine in den Weg legt, erreichen Sie dennoch Ihr Ziel. Und nun können es sich die Klaassens erstmal gemeinsam bei innigen Kuscheleinheiten auf der Couch gemütlich machen.